Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge EU4 mit unseren mächtigen Norwegen, also zukünftigen mächtigen Norwegen, hoffe ich doch mal. Wir müssen jetzt erstmal gegen die Schweden dann bestehen. Die haben 12.000 Truppen. Bin ich mal gespannt. Aber erst müssen wir hier kurz noch das Jahr rumgehen lassen. Und die Litauer haben da Rebellen. Nicht, dass sie frei werden oder so, das wäre nicht so toll. Müssen wir gleich mal schauen, wie man das machen am besten, ne? Bin ich auch mal gespannt. Hab gesehen, man könnte auch Sapni hier freilassen. Aber das machen wir nicht. Das brauchen wir nicht unbedingt. Das muss nicht sein. Können hier mal so ein paar Beziehungen verbessern, ne? So. Vielleicht wollen die uns Handelsmacht übertragen, so Späße. Das wär's natürlich. Apropos Handelsmacht, wir brauchen hier noch immer noch 25 Handelsmacht. Werden wir den mal vom Weißen Meer abziehen. Mal gucken, ob mir das was bringt. Hessen ist Kaiser. Okay. 19%. Das ist ein bisschen wenig. Muss ich sagen. Okay. Müssen da ein bisschen mehr haben. Wir erhöhen mal ein bisschen die Schiffe. So, mit Schweden ist vorbei. Dann brauche ich mal einen Typen. Dankeschön. Die liegt schon ganz oben. Nee, noch nicht. Machen wir das mal hoch. Dann müssen die sich mal kurz auffüllen. Hätte ich vorher schon machen können. War jetzt nicht so clever. Aber okay, was ist denn hier los? Was ist das für Krieg? Also die Lübecker haben ja auch so ein kleines Problem, ha? Brandenburg und Mecklenburg, okay. Was hat denn Böhmen gemacht? Die haben sich da oben reingefuttert, okay. Also wenn jetzt die Litauer frei werden, ne, dann ist auch doof. Können wir da angreifen? Moskau würde mitkommen. Aber der Rest nicht. Haltung gegenüber dem Feind, na ganz toll. Und du hast Schulden mal wieder. Das kann man ja schon. Na gut, dann müssen wir das nur mit den Moskau machen. Na ganz toll. Tun wir erstmal ein Embargo verhängen. Die Dänemark dann auch noch. Über die Küden. Hier sind überall Festungen, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir hier durchkommen. Lass mal schauen. So. Partikularisten hast du hier. Im Wald. Ja, würde ich sagen, wir holen jetzt hier das Dingens. Kriegsgrund, Machtprojektion. Da auf der Ansprüche. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier so ein, zwei Ansprüche. Wir haben sogar auf ganz Schottland Ansprüche. Okay. Das ist einiges. Ah, jetzt kriegen wir die gar nicht in den Krieg mit rein, ne? Weil du einen Arsch voll Schulden hast. Na, ganz toll. Und gegen Versprechen? Also. Schulden. Das gleiche Problem, was wir mit Gotland hatten. Na, ganz toll. Ist ja wieder super. Komm du mal zurück. Ja, das können wir uns mal, ne? Würde ich sagen. Eroberung von da das gucken. Ah, wir können nämlich durchlaufen. Haha. So, guck mal da rüber.
Der hat hier so ein paar Schiffchen. Das ist okay. Dann fahren wir hier hoch. Machen wir Kriegsstand an. Die sind schon an. Jetzt können wir wieder langsamer machen. Kommt gleich verstärken, oder? Nee, doch nicht. So. Kriegsziel. Für den Anfang. So. Senken wir erstmal die ganzen Flotten hier, würde ich sagen. Jetzt tun die natürlich hier rüberfahren. Gehen wir dahin. So, Moskau kümmert sich um die Dingens. Wollt ihr Jagd? Okay. Was ist das? Übergangschance Schiffe 20%, das ist super. Das klingt gut. Die haben jetzt zwar eine Festung da besetzt, ist aber okay, denke ich. Brauchen noch was zum Belagern, ne? So, wo ist der da unten? Ah, sehr schön. Das passt, dann kann der belagern gehen, würde ich sagen. Wenn er denn da ist. So, hier sind ein paar Schiffe beschädigt. Ist aber okay, dann gehen wir hier hoch. Was hat denn der hier? Was hat denn da Schweden? 7 Galeeren gegen meine 3 Großschiffe. Ja, schwierig. Würde ich jetzt mal sagen. Was ist denn für ein General, Admiral? Dreier. Ja. Da ist unsere besser. Mal gucken. Wie es da ausschaut, wenn wir eine Chance haben, das sieht sehr gut aus. Wir haben sogar ein Schiff erobert. Perfekt. Das freut mir. So, was haben wir hier? 4er Nahkampf. Okay, dann gehen wir dahin. Ne, wir behalten die Darlehen noch. Genau, verzieh dich mal. Du Säckel. So, was hast du denn hier? Wir kümmern uns mal hier ein bisschen um die ganzen Flotten hier, würde ich sagen. Viel Spaß beim Festung belagern. England hat Schottland Krieger. Na super. So ein Arsch. Meist. Und mein Krieg kommt da nicht mit rein. Echt super. Nö, nö. Aber hier Zielfestung, ne? Muss hier nicht ein fetter Mali drauf sein eigentlich? Ah, der hat ein Spionage in der Zeit hier, okay. Nicht so viel, wie ich erwartet habe, ehrlich gesagt.
Na gut. Geh doch mal da hoch. Da ist ja auch noch Viborg und sowas, ne? Das muss ja auch noch ein bisschen. Okay, dann muss ich ja doch mein Spiel in Nachschlagzeug machen. Vielleicht nehmen wir uns doch noch den Disziplinmenschen rein. Ich weiß gar nicht, wie. Ich glaube, Norwegen hat. Schweden hat ja. Auch 5 Disziplinen, ne? Novgorod auch. Ach, dem auch ein Dings drin. Okay. Das ist natürlich doof. Wo? Da drüben. Nee, wir nehmen die mal an, die Petition. Ist okay. So. Macht der Moskauer. Frühlich Belagerung. Elf Prozent haben wir gerade mal. Eieiei. Komm doch mal hier runter. Kommt immer nach Kalmar. Oh, stimmt. Da machen wir eine Sechser. Natürlich. So. Burgund ist Kurienleiter, okay. So, so. Müssen wir bloß nur durch die Festung kommen. Ich glaube, das hier lassen wir. Würde ich fast sagen. Ist ja nervig. Also den mal kurz reparieren. Danke. So, Stockholm ist gefallen. Das gibt schon mal ordentlich Punkte. Dann müssen wir das hier unten mal sein lassen, glaube ich. Und mal hier runterlaufen. Du gehst da hoch. Dann schaffen wir hoffentlich die Flotte da. Sehr schön. Was erobert? Ich glaube, ein Schiff habe ich erobert. Sehr schön. So, ist die Frage, kommen wir hier rein? Schaffen wir die? Die nehme ich nicht so aus. Tatsächlich. Sieht das nicht so gut aus. Nur ein 2er Nahkampf und ein 3er Nahkampf. Und die haben noch Nahkampfschaden, Boni. Das könnte ein Problem sein. Schauen wir mal. Wir kriegen ja auch noch Malus, na verdammt. Das ist ganz schlecht. Könnte nämlich sein, dass wir jetzt verlieren. Na, geht doch nicht. Sehr schön. Das freut mir. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass wir die besiegen. Weil eigentlich sind die Schweden ja sehr stark. Ich meine, ich habe nichts dagegen, ne? So ist es nicht. Hm.
Dann verteidige ich mal. So, wir haben nicht genug Leute hier überall, ne? Na gut. Na doch, da reicht's jetzt. Gehen wir da hin. Hilft da noch ein bisschen. So. Teilen mal die Flotte. Ja, das hier wird auch interessant. Das letzte Turnier. Moralarmee. Sehr cool. Das hätte ich mal ein paar Minütchen früher brauchen können, ehrlich gesagt. Wäre schade gewesen. Aber du kannst ja nicht alles haben, nie? Wo ist denn der Schwede? Ich sehe den Schweden nicht. Da ist er. Oh, können wir das verhindern, dass er rüberläuft? Nee, leider nicht. Schade. Sehr, sehr schade. Die Kriegsschiffe kommen hier rüber. Eigentlich können wir die Blockade komplett abspalten und den Rest darüber. So. Die noch ein bisschen besetzen so lang. Der braucht jetzt eben ein bisschen, bis er da das Ding durchbelagert hat. Das ist okay. So, dann einmal dahin. Ich werde mir da jetzt nicht angegriffen. Das kann eben durchaus passieren. Nee. Sehr gut. Kommst du auch noch darüber? So, Verbesserung mit Stettin. Diplomat abrufen. So, eine neue Reform. Kostenstabilität, ja. Armee-Professionalität, Armee-Tradition. Das ist super. Könnte nochmal den Unterhalt der Festung senken. Nee, ich nehme die Armee-Tradition. Dadurch kriegt man auch, genau, Rekrutierung generieren, erhöht die Loyalität des Adels. Das braucht man nämlich. Damit wir hier ein bisschen höher kommen. Ich hätte das vielleicht noch nicht reinmachen sollen, das andere. Förderung der Künste, Bürgereinfluss, Loyalität. Ja, Prestige, das passt. Den Diplomaten habe ich noch gar nicht drin, fällt mir gerade so auf. Das geht so nicht. Wie schaut's denn da aus? 16%. Ah. Okay, okay. Besetzen wir den mal ein bisschen hier, ne? Ich müsste eigentlich noch ein paar Truppen hier rüber schicken. Ellsburg ist auch durch, das ging schnell. Oh, nochmal drei Schiffe erobert. Sehr geil. Das hier fällt mir. Gehen wir da hin. So, kommst raus. Wir legen dies zusammen. Kommst du mal da hoch? Dann kloppeln wir mal da auf die Armee drauf. Ah, so ein Sack. Ey. Blöder Mali. So.
schaut's denn hier aus? Wird noch fleißig besetzt. Könnte schon wieder in die nächste gehen. Fünfer. Machen wir auch die Fünfer. Wenn der natürlich jetzt eine Höhe hat, ne, dann ist das nicht so gut. Ja, die Infanterie, okay. Das sollen die mal kurz auffüllen. Kann man da rüber? Eieiei, hoffentlich schafft er das noch rechtzeitig. Bin gespannt. Von wo können wir denn hier rüber? Ja, genau von hier oben kommen wir nicht so gut rüber. Ah, shit. Jetzt haben wir Stockholm verloren. Mist. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Im Grunde. Mehr Loyalität, gerne. Au. Shit. Okay. Ich brauch den Diggits. Mal ganz dringend. Ja, so ein Mist. So was habe ich gedacht hier. Ach, shit. Jetzt renne ich genau in die blöden Rebellen rein. Ah, kann nicht wahr sein, oder? Wie kann man nur so ein Pech haben? Ah. Das ist ja nervig. Das ist extrem nervig. Na, schöner Mist auch. Da muss ich aber auf die Dingens warten. Da kann ich wahr sein. Schöner Dreck. Was ist denn hier mit der Dings da oben? Könnte ich das mal besetzen, damit ich das nehmen kann? Wäre schon schön. Achso. Einmal hier rüber. Raubritter. Mehr Loyalität für den Adel, das ist super. Und nochmal 10 Einfluss kriegst du dafür. Nee, das ist nicht gut. Das ist alles nicht gut. Da verliert er nochmal 10 Einfluss. Nicht so optimal. Überhaupt nicht. So, jetzt könnte er auch hier rüberlaufen. Nach Möglichkeit. So, Marktplatz endlich. Sekt. So, genau. Besetzt das mal alles schön. Kommt da rüber gelaufen. Das ist super. Könnt ihr nochmal hierher gehen. So. Hallöchen. Ah, es war wieder echt super gemacht, habt ihr das? Ganz toll. Gidi. Okay. Sie gehst nicht da lang. Verstehe ich nicht. Wieso nimmt ihr oben keiner Dingens ein? Ah, so geht's. Ich übernehme einmal Cola für 5 Dingens, das ist okay.
so, ich komme da oben nicht ran, ne? Das ist das Problem. Moska hat aber einige Ansprüche. Auf jeden Fall brauchst du von dir Kriegsverwertung, Geld. Also erstmal das Wichtigste. Ich krieg 150 immerhin, die Hälfte. Karrieren entlassen, nee. Und so geben. Handelseinfluss übertragen, wäre mal eine Idee. Mehr kriege ich leider nicht, ne? Schade. Machen wir es so. Was haben wir denn jetzt an Handelseinfluss? Sehe ich gerade nicht. Schade. So. Wären die schon mal weg? Gucken wir uns mal das. Ah, Renaissance ist da. Sehr schön. Holen wir uns mal das Kriegsziel wieder her. So. Wir müssten noch einmal hier rüber. Es sind 10.000. Ach, wie sie hier alles besetzt haben. Diese kleinen Säckel. Wir haben 9. Okay. Komm mal hier runter. Ah, sehr schön. Besetzt. Dann... Nee, das wollte ich nicht. Wird einmal... So. Kurz besetzen. Ja, jetzt haben sie Lund besetzt hier. Okay, das sollen die Moskauer mal machen. Dann... Also, sollte man natürlich auch hier erstmal anlanden. Bin ich mal gespannt, wie viel da mitgehen. Okay. Wir könnten natürlich auch erst hier oben landen, ne? Das wäre wohl gescheiter. Da müssen wir mal gucken, was wir dann alles nehmen überhaupt. Ich würde ja sagen, hier Stockholm auf jeden Fall. Dann hier die Verbindung. Auf jeden Fall das da. Müssen wir auch hier eine Verbindung schaffen. Und hier noch. Das natürlich. Würde ich jetzt mal sagen. Ah, es sind schon 100%, okay. Haben wir nicht so viele was dagegen? Dithmarschen haben noch ein bisschen was dagegen, ist okay. Mal eben schauen, was hier alles ein Start ist. Ah ja. Der hat auf jeden Fall die Festungen weg. Wir haben da Verbindungen. Kommt da rüber. Ja. Kriegst aber zum Beispiel auch nicht schlecht, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Für den Anfang zumindest. Ja, so machen wir das dann. Aber erst müssen wir uns hier noch um die Dingens kümmern.
Müssen wir erstmal alle Truppen rüberziehen zur Sicherheit. So, das brauchen wir leider noch. So. Also mal gucken, wo wir hier anlanden. Eigentlich in Sutherland, ne? Ich hoffe, das geht gut. Müssen wir mal schauen. Müssen die noch besetzen? Auf jeden Fall. Er braucht aber lang. Ein Kardinalsminister. Nee. Dankeschön. Dann kommst du noch darüber. Der... Den kann da belagern. So. Dann einmal hier rüber. Da kannst du dich da reinstellen. Auch wenn es ein bisschen viel ist jetzt, aber was soll's. Achso, wir müssen hier auf die Seite wegen Belagerung. So, 96%. Wir können mal hier die Dings fördern. So, jetzt haben wir unsere schöne norwegische Seedingens. Können wir jetzt schon die Marineregimenter holen? Immer noch nicht. Okay. Oh, Handelsausweitung. Das höre ich doch gerne. Wir haben eine hohe Kriegs... Oh. Plündern die einfach unsere Stadt? Ich glaub's ja nicht. Nee, nee. Aber immerhin haben sie es befreit. Und, oh, die werden ja jetzt nicht gegen die Dings verlieren? Nee. Dann ist sie gut. Und wieso bin ich schon wieder minus? Was soll das? Das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Oh, Polen hat gerade ein anderes Problem, beziehungsweise, oh, Danzig ist aber groß. Sind die immer so groß? Dit ist mir aber neu. Ah, macht hin, ich habe die ganze Dartzeit. Muska haben wir direkt mal wieder gefallen. Oh, bei dir haben wir auch ganz viele Ansprüche, hm? Hm. So, bitte fertig werden. Man hat ja nicht die ganze Dartzeit. Nicht wahr? Danke. So. Schottland. Willst du mir alles geben? Die Insel ist separat. Okay. Auch gut. Ist das alles Inseln? Nee. Aha. Wird gelaufen, ne? Das noch reduzieren? Nee. Was? Cola ist gar nicht reformiert. Okay.
Für ein Darlehen zurückzahlen, nee. Boah, die Schweine. Ach, die Samischen können wir jetzt gar nicht rufen, ne? Das ist das Problem. 1,4 Jahre, okay. Schottland. Magst du mir das geben? Ja, ne? Das ist schön. So, ich habe uns. Das ist nicht gut. Ey. Sind die wieder anstrengend so? Findet ihr jetzt bestimmt nicht so toll, oder? Ja, doch. Passt schon. Okay. Ich hätte da noch so ein paar Ansprüche her. England. So, bring die mal alle rüber. Das wäre toll. Wieso bringst du die jetzt einzeln rüber? Und das für ein Quark. Okay, so mache ich das jetzt, oder? Hätten ein paar was dagegen. Dänemark, Holland, Magdeburg, Deutscher Orden ist im Krieg. Magdeburg und Böhmen. Ja. Ist okay, denke ich. Irgendwas. Ach, Lüburg habe ich keinen Anspruch. Egal, nehmen wir trotzdem. Ja, Dankeschön. Perfekt. So gefällt mir das. Kann ich das nicht verkleinern? Nee. Schade, schade. Hätte ich jetzt schon erwartet. Aber offenbar nicht. Na gut. Soll mir recht sein. Okay, gut. Schon wieder viel zu lang die Folge. Länger als ich wollte. Dann würde ich mal sagen, das war's dann wieder für heute. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.